Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Eine fitte Rückenmuskulatur ist der beste Garant für einen gesunden Rücken. Nicht die Bandscheiben, sondern die Muskeln sind die wichtigsten Stabilisatoren der Wirbelsäule. Sie fangen 90% der Kräfte ab, die auf den Rücken einwirken. 4/5 aller Rückenprobleme sind auf eine schlecht ausgebildete Muskulatur zurückzuführen. Es lohnt sich also, der Rückenmuskulatur ein bisschen mehr Bedeutung beizumessen. Die Rückenmuskulatur besteht dabei aus drei verschiedenen Schichten, wobei die tiefste Schicht, die direkt auf dem Knochen aufliegt, die größte Bedeutung hat. Sie besteht aus insgesamt 150 kleinen Muskeln. Das sind wahre Präzisionsinstrumente, die den Rücken stabilisieren und für einen aufrechten Gang und das Gleichgewicht sorgen. Das Problem ist, dass gerade diese Muskeln sehr sensibel auf Passivität reagieren. Eine Immobilisation oder Ruhigstellung für 2 Wochen genügt schon, dass die Muskeln 1/3 ihrer Masse verlieren, also schrumpfen. Umso wichtiger ist es, gerade diese tiefen Rückenmuskeln gut aufzutrainieren, was allerdings sehr schwierig ist, weil sie zu 50% aus Bindegewebe bestehen. Wir zeigen Ihnen, wie es trotzdem funktioniert. Wir kommen jetzt zum Stabilisationstraining für den Rücken. Dazu begeben wir uns in eine Rückenlage. Lassen die Beine aufgestellt, heben das Becken und senken es wieder. Heben das Becken und senken es wieder. Etwas schwieriger wird es, wenn wir auf die Fersen gehen, die Arme wegnehmen oder gar ein Bein wegnehmen. Und immer wieder Becken heben und auf und wieder. Alternativ dazu bringen wir uns auf den Bauch. Nase Richtung Boden, Beine angehoben, Arme vom Boden weg und machen leichte Paddelbewegungen. Als nächstes auf den Unterarmstütz und wir heben die Beine wechselseitig 5 bis 10 cm ab. Etwas schwieriger ist es, wenn wir den Schwerpunkt unter den Körper nehmen, Vierfüßlerstand imitieren und wieder wechselseitig die Beine heben. Als nächstes folgt die gleiche Übung im Stütz. Einmal höher oder ausgestreckt, indem wir dann diagonal Arme und Beine strecken und das wechselseitig halten, so lange als möglich. Wir können den Rücken rund machen und wieder strecken, indem wir Ellbogen und Knie zusammenführen und wieder weitmöglichst nach vorne. Achten, dass der Hals nicht überstreckt wird, schön gerade lassen in der Verlängerung vom Rücken. Eine etwas schwierige, koordinativ anspruchsvollere Übung ist dann zuletzt. Wir heben das Bein hinten hoch, 90 Grad den Ellbogen, strecken den Arm, beugen ihn wieder, heben das Bein, senken es wieder. Das synchron. Viel Spaß bei den Übungen.